Es ist verrückt. Pferde reden doch nicht. Das wird La Confianza de Caballos genannt. Das Vertrauen der Pferde? Ja. Bereits seit vielen Generationen haben die Menschen in unserer Familie eine besondere Verbindung zu den Pferden. Und sie reden auch mit dir? Dann würde ich nicht so viel Zahnstocher verlieren. Das Pferd erzählt seine Geheimnisse nur dem, der ihm dafür würdig erscheint. Ein guter Mensch ist und aufrecht. Wie dein Papa. Er hatte diese Gabe. Ich muss arbeiten. Wir sehen uns später. Positiv denken. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Oh ja, keine Angst. Hollywood ist da. Bitte nicht. Du hast recht, Baby. Hollywood hält sich zurück. Mir ist das, würde mir irgendwas geben. Hey, Baby, wie heißt du denn? Ach, lass das. Du kannst mir nicht übel nehmen, dass ich so schön bin. Du bist also immer noch hinter den Damen her, Hollywood. Ja, ja, bin ich. Ich wundere mich nur, dass du mein Gesicht erkennst, weil du sonst immer meinem Hintern hinterher rennst. Wo ist der Unterschied? Jetzt macht schon. Na los, na los, na los. Ich entspanne mich. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich glaube, mir springt das Herz gleich aus dem Hals. Oh, ich schaffe es. Ich schaffe es. Wieso kriege ich immer einen fetten Jockey? Hey, Pete, hast du das gehört? Was gehört? Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ach, du hörst Gespenster, Curry. Du hast ja keine Ahnung. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich kann es schaffen. Ein Pferderennen braucht doch einen Verlierer. Deshalb wurden Sie eingeladen. Mr. Garris, haben Sie ein Pferd gemeldet oder suchen Sie nach Ausreißern? Sie wissen Bescheid. Wieso bin ich gar nicht überrascht? Ah, es tut mir nicht leid. Ich war heute in Ihrem Stall. Steht ja eine Menge leer. Ich könnte den Stall für richtige Pferde brauchen. Tja, aber ich verkaufe nicht. Oh, noch nicht. Ich erinnere mich an einen Machado aus alten Zeiten. Er hatte einen Traum. Ich trainiere einen Champion. Killerinstinkt. Was macht der Kerl jetzt? Sie wissen, was passiert ist. Ist lange her, Hector. Unfälle gehören zum Rennen. Sehen Sie es nicht so tragisch. Ziehen Sie einen Schlussstrich. Oh, nach dem Rennen. Da kommen Sie zur Siegertribüne. Ich führe Sie herum, denn sonst werden Sie nie hinkommen. Niemals. Die Aufstellung für das nächste Rennen. Hollywood Shuffle in Startbox 8. Er ist der Einzige. Hey. Vorsicht, mein Schweif. Oh Mann, entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte, aber ich muss mal. Und Sie sind drin. Brauchst du einen Eimer, Thunderbacke? Entschuldigt, ich muss mal auf den Topf. Dafür ist es ein bisschen spät, Alter. Es hilft nichts, ich muss mal. Später, Thunderbacke. Und Sie gehen los. Aber Hollywood Shuffle schießt sofort an ihm vorbei. Er will anscheinend zusammen mit Prickly Pear die Führung übernehmen. Wo ist der McCaffrey? Keine Ahnung, vielleicht von den anderen verdeckt? Thunder Jam ist immer noch nicht zu sehen. Er ist in der Startbox. Tailbomb läuft innen entlang und gewinnt am Boden. Jetzt erreichen sie den ersten Bogen. Hollywood Shuffle gibt ein rasantes Tempo vor. Jetzt kommt sie auf die Gerade. Was machst du denn da? Oh, beweg dich endlich. Na los! Los, los, lauf endlich! Ein Pferderennen braucht auch einen Verlierer. Ja, immerhin ist mein Pferd draußen. Was wollen die bloß von mir? Ich bin dem Ruf der Natur gefolgt. Jetzt reicht es. Ich lasse Thunderjam einschläfern. Nur weil er nicht gut ist? Das geht nicht. So läuft das mit der Versicherung nicht. Gut, dann breche ich ihm das Bein, damit ich einen Grund habe. Mr. Garris! Was ist? Ich wollte nur sagen, passen Sie auf, was Sie tun. Ich will diesen lahmen Gaul nicht mehr haben. Sie können ihn erschießen, zu Hundefutter verarbeiten oder gegen eine Tüte Erdnüsse eintauschen. Er soll weg. Ich nehme ihn. Was ist? Sie wollen ihn doch gegen eine Tüte Erdnüsse eintauschen. Ich nehme ihn. Du hast jetzt ein Rennpferd, Kleine. Oh, und du hast für ihn noch zu viel bezahlt.
Mr. Garris! Mr. Garris! Hey! Ich kann nicht glauben, dass Garris so etwas tut. So bringt man ein Verliererpferd unter. Prima Geschäft. Hör nicht auf sie. Du bist kein Verlierer. Du bist jetzt mein Pferd. Gabi, immer langsam. Was ist los? Cory hat ein Pferd. So, da sind wir. Das ist dein neues Zuhause. Es wird toll werden. Du und ich, wir werden das Dreamteam aller Pferderennen. Das beste Pferd, der beste Jockey, die Siegertribüne wird uns gehören. Oh, meiner Mutter werde ich das Haus kaufen, das sie sich so wünscht. Dann ist da noch Mr. Machado. Er ist der allerbeste Trainer. Gib es zurück. Was? Nein, Mom, gib es zurück, Cory, und zwar sofort. Das kann ich nicht. Wenn ich das tue, wird Mr. Garris es zum Schlachthof bringen. Es tut mir leid, Corita. Ich kann kaum die Familie ernähren. Ich kann nicht auch noch ein Pferd durchfüttern. Das sollst du auch nicht. Ich mache es selber. Ich verspreche es. Und wo willst du dieses Pferd unterbringen? Sie kann ihn hier unterstellen. Ich habe ja genug Platz. Also? Ich sage nein, trotzdem. Du kannst nicht mal das Futter für ihn bezahlen. Das kann er selber bezahlen, Mark. Stimmt's, Mr. Machado? Stimmt's? Ja, ja, ich glaube, er könnte sein Futter selber bezahlen, wenn er siegt. Mr. Machado ist ein toller Trainer, Mom. Er wird ganz schnell einen Gewinner aus ihm machen. Bitte. Was ist, wenn er nicht gewinnt? Tja. Er hätte ein Zuhause in diesem Stall. Also? Erstmal... einverstanden. Ja, danke, Mom. Cory Ortis in rosafarbener und gelber Seide versucht, die Führung zu übernehmen. Jetzt legen sie gleich auf Red Nose und Thunder Jam. Red Nose und Thunder Jam. Sie kämpfen um den Sieg. Was ist das da? Ach du meine Güte, ein tiefhängender Ast. Und Thunder Jam gewinnt um Nasenlänge im diesjährigen Rosenrennen. Hört mal, es ist Schlafenszeit. Gabi? Ins Bett. Na los. Also, du hast zwar jetzt ein Pferd, aber du bist kein Jockey. Und wenn du dieses oder irgendein anderes Pferd in einem Rennen reiten solltest, werde ich es persönlich weggeben. Hast du verstanden? Ja, Mom. Gut, schlaf schön. Und du auch, mein Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben wir Schwierigkeiten? Nein. Schlaf jetzt lieber. Gute Nacht, Cory. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, Gabi. Morgen, Thunder Jam. Morgen. Morgen? Guten Morgen.